Willkommen zu Star Citizen. Heute mit einem kleinen Update meinerseits zur Telemetrie-Seite von Star Citizen. Ich habe persönlich mit Begeisterung den neuen Grafikkartenstart von Nvidia verfolgt, und zwar die neue RTX 3000er Serie. Gerade im Markt angekommen ist ja die RTX 3080 und ich war gespannt und ja, so ein bisschen kribbelig. Wann erreichen denn die ersten Grafikkarten auch die Citizens und wann sind die Citizens dann mit im Börse unterwegs? Und ich habe sie gefunden. Die erste Karte ist in der Telemetrie-Seite aufgetaucht und das möchte ich mir ganz kurz mit euch angucken. Solltet ihr das Tool noch nicht kennen, dann möchte ich noch mal ganz kurz auf meinen Guide verweisen. Da habe ich es in den Grundzügen erklärt, denn die Funktion möchte ich jetzt heute nicht mehr im Detail erklären, sondern jetzt nur noch mal diese Veränderung durch die neue Grafikkarte. Schaut da bitte mal rein, ich verlinke euch das unten. Auf diese Seite kommt ihr, wenn die ganz normale Robert Space Industrie Seite aufruft, dann gibt es hier oben den Reiter Apps und dann gibt es die Telemetrie-Geschichte hier aufzurufen. Dann bekommt ihr diese Seite und habt hier eben in dieser unteren Klammer die Minimum-Konfiguration, in der grüneren Klammer hier die Requirement-Information und meine Konfiguration wird hier angezeigt mit diesem orangen Punkt. Das wird deshalb angezeigt, weil ich mich eingeloggt habe. Dieses Tool, diese App ist allerdings auch von jedem zu benutzen, auch wenn er nicht in Star Citizen eingeloggt ist oder wenn er auch gar nicht Star Citizen hat, nur Interesse halber. Wie gesagt, Funktion habe ich in meinem Guide erklärt. Wichtig ist für unsere Begutachtung jetzt, dass wir eben uns auf der richtigen Version hier oben befinden, die 3.10. Ihr könnt ja auch andere Versionen immer zum Vergleich nochmal heranziehen. Die Game Settings sind auch nicht unerheblich. Wir nehmen halt mal Ultra High und meine persönliche Auflösung als erstes mal, damit ich einen persönlichen Vergleich habe. Ich spiele 21:9 und habe die 3440. Hier, diese hier. Das heißt, dieses ganze Feld sortiert sich jetzt in meine Auflösung. User, die meine Auflösung auch kennen und haben, werden hiermit eingepflegt. Wenn ich jetzt hier draufklicke, bekomme ich die Informationen. Als erstes natürlich, welche Frames habe ich im Durchschnitt beim Spielen in Star Citizen, und da kann ich mal gucken, ob ich mich hier wiederfinde. Und ich sage, ja, das passt ungefähr. Ich habe durchschnittlich 80, wenn ich auf dem Mond entlang fliege, und 26, keine Ahnung, in Area 18. Das kommt schon im Durchschnitt irgendwie hin. Mein CPU Intel Core i9, den finde ich hier wieder, das ist der hier obere. Und meine GPU von Nvidia, die RTX 2080 Super, das ist die, die finde ich hier unten wieder. Interessant ist, dass ich jetzt hier schon die 3080 wiederfindet, und da müssen wir dieses Display etwas vergrößern. Das heißt, die außenliegenden Daten müssen wir auch mit erfassen. Da kommen wir mit diesem kleinen Klick hin. So, das Feld ist jetzt vergrößert und ich habe, meine ich, hier die erste Karte gefunden. Genau. Der User spielt mit einem ähnlichen Prozessor wie ich, eine Generation weiter. Die sollte also stärker sein als mein, aber mindestens gleich, und hat sich dann die RTX 3080 verbaut und kommt auf eine durchschnittliche Framerate von 47,8. Und nochmal im Vergleich, ich bekomme 47,7. Ist also auf dem ersten Moment mal jetzt nicht das, was man von diesen ganzen Tests und Benchmarks sieht, die ja doch eine ziemliche Verbesserung in der neuen Generation sehen. Ist jetzt auch halt ein erster User, der das hier so mal hier aufzeigt. Man weiß nicht, wie sein gesamtes Setting ist, wie seine Abstimmung, wie seine Speichertimings etc. sind, weiß man nicht. Aber naja, ist schon mal interessant. Was wir natürlich auch wissen, dass diese Karten in höheren Auflösungen performen. Also müssen wir der Vollständigkeit halber schon mal hier auch die 4K-Version zu Hilfe nehmen. Das wäre diese Auflösung. Da schauen wir noch mal rein. Da würde ich also mit meiner Kombi hier von den Frames abfallen in die 30er. Ob das dann jetzt wirklich 32 bei mir wären, glaube ich nicht. Aber es könnte schon unter die 40 fallen. Das wäre wohl dann schon so, ja, glaubwürdig, denke ich schon. Ja.
Und wenn wir hier wieder gucken, wo ist unser Kollege hier? 42, was haben wir hier? Hier ist er mit 47. Er wäre also gleich geblieben, ungefähr, mit der Kombi. Auch wenn er die Auflösung auf 4K hochschrauben würde. Und hier habe ich doch glatt den nächsten Kandidaten gesehen. Der hat den gleichen Prozessor und der liegt bei 42. Also haben wir schon hier eine gewisse Range, die Unterschied macht, je nachdem, was er für einen Unterbau mit sich bringt. Also ihr seht, die ersten Karten kommen hier rein, die ersten Werte der User bauen sich hier auf. Ich finde es sehr spannend und ich wollte euch da ein bisschen neugierig machen, wenn ihr da Interesse habt, auch die neue Generation vielleicht zuzulegen oder noch ein bisschen zuzuwarten. Und wir wissen, dass das Citizen in der Alpha-Version ist und gerade was die Grafik anbelangt, da ja noch sehr rudimentär vertreten ist. Sie arbeiten weiterhin an den Grafik-Renderer und da braucht man sich jetzt noch keine Sorgen machen. Natürlich spielen wir das Spiel jetzt schon und wir wollen natürlich auch jetzt gute Frames haben. Und vielleicht ist es eine Kaufentscheidung für den einen oder anderen. Deshalb sage ich, behaltet es im Auge, bevor ihr euch möglicherweise verbessern wollt, sage ich mal. Behaltet es im Auge, was haben denn die User jetzt schon für Werte? Denn jetzt spielen wir das Spiel. Und dann könnt ihr ja schon ein bisschen taktieren, ob ihr noch ein bisschen zuwartet. Denn die 3080 bringt ja jetzt 10 GB Hauptspeicher mit und Gespräch ist ja auch eine Zwischenlösung zwischen der 3080 und der 3090, die diese Woche noch vorgestellt wird. Also das finde ich sehr spannend und da könnt ihr mal ein bisschen dranbleiben und auch mal so sehen für euer Lieblingsspiel Star Citizen, was gibt es überhaupt für Verbesserungen, wie sind die User damit eigentlich unterwegs. Ich wollte euch da nur ein bisschen neugierig machen und euch das nochmal hier vorführen, dass also die ersten Daten hier eintrudeln. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nochmal den kleinen Hinweis. Also wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze hier zusammenhängt, dann nochmal meinen Guide kurz anschauen. Würde mich freuen. Und wir sehen uns wieder im Let's Play Insta Citizen. Vielen Dank, dass ihr reingeguckt habt.